Servus, hier ist der Lieblingsmarkus. Endlich mal wieder ein Video von mir. Liegt daran, dass es einfach in letzter Zeit viel zu tun gab mit Urlaub und Arbeit. Und jetzt auch gerade in München das Oktoberfest ist, wo ich natürlich auch bin. Und in Stuttgart, der Cannstatter Wasen, da bin ich auch gleich am Sonntag. Am Montag übrigens auch in München in der Fischerfroni. Jetzt machen wir mal schnell Zwetschgenmus. Also, dafür brauchst du 1000 Gramm Zwetschgen. Pflaumen, ich weiß immer nicht, wie das heißt. Entsteint bitte schon. Ha? Ganz wichtig. So, Deckel drauf. 10 Sekunden Stufe 5 klein machen. Das sieht aus wie wirklich Pflaumenkinderbrei für Kinder. So. Varoma, 20 Minuten. Dann machst du bitte den Garkorb drauf, weil der Deckel muss irgendwie abbleiben. Ich weiß nicht warum, mir ist es gesagt worden, das soll so gemacht werden. Also mache ich es auch. Ich bin ja hier sehr devot. Was haben wir denn jetzt? Und Stufe 2. Dann sehen wir uns in 20 Minuten wieder. So. Weiter geht's im Programm. Riecht gut. So, Saft von einer halben Zitrone rein. 250 Gramm Zucker. Und einen halben Teelöffel Zimt, weil ich Zimt so gerne mag. Kommt eine halbe und noch ein bisschen rein. So, das alles 10 Sekunden, Stufe 6, pürieren. Und jetzt nochmal 25 Minuten. Stufe und Stufe 2. Eieieiei, hab was vergessen. Deckel ab, Gareinsatz drauf. Jetzt. So, fertig. Dann füllen wir gleich mal um. Oh, traumhaft. Schau, so sieht die Pampe aus hier. Gleich rein damit. Den Rest kratzen wir jetzt noch aus. Also dafür, dass du wirklich da so viel Früchte reingemacht hast, ist die Ausbeute miserabel. Aber immerhin, ich habe kein einziges Mal mit der Hand umgerührt. Und muss nicht aufpassen, dass irgendwie was anbrennt oder so. Kein Problem. So. Dann haben wir es. Drei kleine Gläser, ein mittleres und ich probiere jetzt gleich mal. Oh. Ja. Ich sag nur, geil. Besser wie das von Centus. Viel Spaß. Hey, mach das auf jeden Fall nach. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Bis bald. Ciao. So, ich habe natürlich wieder vergessen, dich runterzuholen. Hier das Ergebnis. 3 Gläser Pflaumenmus. Farbe, dunkel-schwarz-rot, würde ich sagen. Konsistenz, richtig schön fest. Schmeckt super lecker. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nachmachen. Schönen Abend noch. Ciao.